Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling, was? Ihr seht nicht nach viel aus. Es freut mich zu hören, dass Gollum Ei bekommen hat, was er verdient. Die Echse ist mir was schuldig, seit sie versucht hat, mir eine Fuhre schlechten Schattenbannbeins anzudrehen. Mercer läuft aufgebracht herum und wartet auf eure Rückkehr. Ich glaube, er ist endlich draufgekommen, wer mit der Gilde Spielchen treibt. Ich hab den Kerl noch nie so wütend erlebt. Ihr solltet ihm besser helfen, so gut ihr könnt. Jetzt, wo ihr es erwähnt, ja, in der Tat. Ich habe da einen Käufer mit einem, nun ja, sehr seltsamen Literaturgeschmack, der ein paar besondere Bücher sucht. Es soll sich um das wirrige Schreibsel eines Verrückten handeln, eines Zauberers namens Arondil, der sehr merkwürdige Interessen hatte. Das Ganze erstreckt sich angeblich über 4 Bände und ist äußerst schwer aufzutreiben. Mein Kunde bietet eine ansehnliche Belohnung dafür, die ich mit euch teilen würde. Einen freundschaftlichen Rat geben. Dann sind wir im Geschäft. In späteren Jahren zog Arondil in die Eishöhlen, die als Ingvild bekannt sind. Er zog es vor, allein zu sein, um seine Experimente durchzuführen. Stattdessen da draußen deutlich mehr Geld machen. Wir könnten jemanden mit euren Fertigkeiten gebrauchen. Danke für das Kompliment, Delvin. Vielleicht komme ich darauf nochmal zurück. Den haben schon einige gesucht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber er hat eine hübsche Summe ausgegeben, damit niemand erfährt, dass er hier unten ist. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ihr müsst mir ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Könnt ihr euch darum kümmern? Zum Glück. Er wird euch nicht mehr. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige Person, die nach ihm sucht. Ich habe den Zwergenhammer gefunden, nachdem wir gesucht haben. Wirklich? Danke. Morgen der da drüben, der gerade zur Tür rausgeht. Ja, das war einer von denen, die sich nach dem alten Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Bis zum nächsten Mal. Fekel, schämt ihr euch nicht? Ihr bekommt den Rest wie versprochen. Ich will diesen Hammer. Ihr benötigt Gold. Willkommen in unserer netten Kleinstadt. Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Zeigt mal, was ihr habt.
Also gut. Ist die Agentin der Klingen. Tötet sie! Besiegen? Unmöglich. Wo seid ihr? Kommt schon, mal sehen, was ihr drauf. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ja, genug. Was? Stein? Eimer? Buch? Messer? Er hat mir alles erklärt, als ich noch verstanden habe. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß es noch. Es ist hoffnungslos. Er hat es mir gesagt und er hat recht. Verschwindet. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Delphin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Ah,
In der Tat, in der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delphine tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Tintenfass? Stein? Eimer? Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, schon vor Jahren. Sehr gut. Also kämpft... Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile... Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Ich bin noch da. Nein, nein, nutzloser Tag. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nach euch. Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Zu leicht. Wer ist da? Ja.
Tonnen Nord, Knechte der Talmor, Schweinehund. Der Tod ist so gut für euch. Euresgleichen hat keinen Platz hier. Ihr müsst lauter reden. Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Aber natürlich. Der Rattenweg kann nur für Neulinge etwas verwirrend sein. Bleibt in meiner Nähe. Was? Habt ihr etwas gesagt? Wir sollten weitergehen.